Hast du dich auch schon gefragt, wie du mit dem Ventil oder auch mit den anderen Fahrradventilen bei deinem E-Bike oder Fahrrad Luft aufpumpen kannst? Dann bleib dran. Schön, dass ihr da seid, liebe eMotion-Fans. Damit ihr keine dicken Backen beim Pumpen kriegt, kommt mal ran. Gucken wir uns die Ventile einmal an und dann pumpen wir gemeinsam mal einen Schlauch auf. Grundsätzlich gibt es drei Ventile. Es gibt das französische Ventil, das Autoventil in der Mitte und das normale Ventil, das Fahrrad-Dunlop-Ventil. Das hier ist das, was eigentlich die meisten in die Knie zwingt. Den Ventildeckel erstmal abmachen und dann kann man hier einfach noch nicht pumpen. Jetzt ist das Ventil geschlossen und zwar müsst ihr dieses kleine Rädchen nach oben drehen, auch nicht abmachen, dann ist auch kaputt. Und erst jetzt ist sozusagen Bewegung da, wo Luft rein oder raus kann. Machen wir gleich einmal, weil man da auch ein bisschen was kaputt machen kann. Das ist so eine Ventilmutter, die braucht ihr, wenn der Schlauch nachher in der Felge ist. Dann haben wir das Autoventil, das kennt ihr auch wahrscheinlich alle. Hier einfach mit einem entsprechenden Aufsatz drauf gehen. Das Ventil hier, der Einsatz ist hier in der Mitte und den kann man auch rausdrehen, wenn er mal kaputt ist, genauso wie man auch den hier beim französischen, beim hochwertigen austauschen kann. Und dann haben wir hier das ganz normale Fahrradventil, welches wir alle kennen. Das kann man hier aufdrehen, auch nochmal mit der Ventilmutter, um das dann sozusagen rauszunehmen, wenn man das möchte oder austauschen möchte. Das ist der Klassiker. Bei dem Fahrradventil kann ich in der Regel nicht wirklich den Druck auch messen, weil da nie Luft rauskommt, das geht nur Luft rein. Bei den beiden Ventilen, wenn die sozusagen offen sind, wenn ich die angeschlossen habe, dann kann ich auch den Druck ganz gut mit der Pumpe messen. Und jetzt nehmen wir uns mal eine Pumpe und gucken wir uns mal, wie das grundsätzlich funktioniert. Ich zeige euch einmal bei den beiden, dass es total easy ist. Ihr müsst einfach nur hier bei den Pumpen, da habt ihr verschiedene Löcher, einmal ein großes und ein kleines Loch. Das kleine Loch ist für das französische und das normale Fahrradventil da. Und das große Loch, das ist für das Autoventil da. Und je nach Pumpe, bei der hier ist es so, draufdrücken, Hebel hochmachen und fleißig lospumpen. Hier ist es das gleiche Spiel und das hier machen wir jetzt einmal und pumpen den wirklich auf und dazu nehmen wir den Schlauch mal runter. Jetzt haben wir uns einmal ein Bike zur Hilfe genommen. Ist doch schöner, als wenn wir das an dem anderen Schlauch machen. Und ich zeige euch mal, wie ihr Luft ablassen könnt und Luft aufpumpen könnt. Grundsätzlich, unser Tipp ist immer, nehmt eine Standpumpe. Probiert es nicht mit den Handpumpen, das könnt ihr im Notfall mal machen, aber da kriegt ihr zum einen kaum Luft drauf vom Volumen. Ihr könnt den Druck nicht sehen in der Regel und in die Reifen kommt schon relativ viel Bar rein. Das gucken wir uns aber gleich an, wie viel. Also grundsätzlich, wenn ihr das Ventil jetzt aufpumpen wollt oder auch mal Luft ablassen wollt, immer erstmal diese Rändelmutter, die Ventilkappe, meine ich hier, abmachen. Und dann, jetzt ist das Ventil noch geschlossen, jetzt passiert nichts. Und jetzt aufdrehen, wie ich es euch gezeigt habe. Und jetzt hört ihr auch schon, hier ist Luft auf dem Schlauch. Wenn ich jetzt hier gegenkomme, dann geht die Luft raus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und jetzt kann ich was aufpumpen, dann schraube ich wieder zu. Das Aufpumpen machen wir jetzt mal, weil es gibt zwei Sachen, die hier gerne mal passieren. Zum einen weiß man nicht, wie es aufgeht. Und das wisst ihr jetzt. Und dann verbiegt auch gerne das Ventil, also hier dieser Stift hier vorne, wenn man jetzt hier rumwirkt oder auch mit der Handpumpe das schief und krumm macht. Darum den dünnen Aufsatz raufdrücken, den Kopf relativ gerade dabei halten und dann einfach mal aufklappen. Ihr könnt auch, wenn ihr merkt, der Ventilkopf wandert extrem weg hier, der Pumpkopf, dann könnt ihr ihn auch ein bisschen halten, damit er den Ventileinsatz nicht verbiegt. Und jetzt eigentlich ganz easy pumpen. Also easy geht so, ne? Ich mache es jetzt mal so, dann seht ihr es optimal. Festhalten, damit er nicht verbiegt und dann pumpen. Und ihr seht auch dann auf der Pumpe entsprechend, wie viel Bar ihr raufgebt. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, aber wie viel soll ich denn raufgeben? Also bitte nicht einfach nur irgendwas draufpumpen, sondern gerade beim E-Bike geht es auch um Fahrsicherheit, es geht um Kontrolle, es geht dann am Ende auch um Reichweite. Umso besser euer Luftdruck ist, umso mehr Reichweite habt ihr. Und ich zeige euch jetzt mal, dass auf dem Reifen selber nämlich immer drauf steht, wie viel Bar ihr braucht. Ihr müsst irgendwo auf dem Reifen mal gucken und dann steht, hier ist es relativ leicht. Hier hat man uns den Gefallen getan, dass es sogar hier oben steht, das war jetzt sogar Zufall. Wie viel Bar darf da rein? In dem Fall bei dem Reifen 25 bis 40 PSI oder 1,7 bis 2,8 Bar. Und wir haben jetzt knapp 2,5 Bar drauf und damit höre ich jetzt auch auf zu pumpen. Aber das steht auf jedem Reifen drauf. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, wie viel, jeder Reifen hat irgendwo, meistens nicht so schön wie hier, aber wirklich das draufstehen und haltet euch auch da dran. Und am Ende ist dann der Luftdruck sehr, sehr individuell. Es kann sein, dass ihr geringeren Luftdruck fahren möchtet, um mehr Dämpfung zu haben oder vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Traktion, wie beim Mountainbike.
Es kann aber auch sein, dass ihr ein bisschen mehr Luftdruck fahrt, weil ihr es einfach mögt, wenn der Reifen ein bisschen härter ist, aber geht nie unter und über die Empfehlung des Herstellers. Und jetzt haben wir hier Luft drin. Wie geht das jetzt wieder zu? Das machen wir jetzt mal. Wir machen erstmal hier den Hebel wieder weg. Es gibt auch Pumpen, da ist das System andersrum. Also darum guckt, was ihr für eine Pumpe habt. Ziehen das vorsichtig ab. Und jetzt drehen wir das hier wieder zu. Ich mache es jetzt extra mal, damit ihr hört, jetzt, da kommt die ganze Zeit Luft raus. Also achtet da drauf. Zudrehen, handfest, bitte niemals mit einer Zange oder so. Das ist nicht nötig. Und manchmal ist es auch beim Aufdrehen, wenn es zu fest war, dass sich das hier oben rausdreht, dann löst sich das komplette Ventil aus dem Ventilschaft. Das muss man dann wieder mit einer kleinen Zange hier fixieren. Aber diesen hier vorne niemals mit einer Zange. Ja, Deckel drauf, losfahren, fertig. Also eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Ein paar Tücken gab es ja, wie ihr gesehen habt. Und das kann wirklich ziemlich nerven, wenn man das nicht weiß. Und jetzt heißt es, viel Spaß haben und vor allen Dingen auch regelmäßig nachpumpen, weil die Schläuche immer was verlieren. Also man kann sagen, einmal im Monat wirklich Luft aufpumpen oder mindestens kontrollieren mit einer Standpumpe, mit Manometer. Kommt da gerne auch zu unseren Emotion Shops. Wir helfen euch da extrem gerne weiter und unterstützen euch dabei. Und wie ihr wisst, Kanal abonnieren wäre cool, wenn euch das gefällt. Unsere Expert Yourself Videos, die wir hier für euch machen, dann gerne Glocke aktivieren, Kommentar da lassen, wenn ihr Fragen habt. Also wir helfen euch da sehr gerne weiter und ja, freuen uns aufs nächste Video mit euch. Ciao, bis dahin.